Moin Leute, was geht? Heute soll es mal um das Thema Pferdeverhalten gehen, denn die Meinungen dazu gehen halt wirklich sehr, sehr weit auseinander. Und wie soll es anders sein? Es gibt Leute, die halt wirklich einfach nur Lügen verbreiten, was das Verhalten von den Pferden angeht. Denn das sind halt wirklich die großen YouTuber, die halt wirklich keine Ahnung vom Spiel haben, die einfach wirklich dummes Zeug labern. Keine Ahnung vom Spiel haben und einfach sagen, ja, jedes Pferd hat das gleiche Verhalten. Ja, nö. Das sind die Leute, die sich einfach nicht mit der Materie beschäftigen. Genau das gleiche, wo am Anfang gesagt wurde, yo Leute, der Araber ist bestes Pferd, holt euch den. Das waren auch Leute, die halt wirklich keine Ahnung vom Spiel hatten. Und wir sehen ja, wo es geendet ist. Alle denken sich so, ja, der Araber ist nicht das beste Pferd, gibt's halt kein bestes Pferd. Ja. Und das halt wirklich nur, weil irgendwelche Leute mit großer Reichweite halt irgendeinen Schwachsinn von sich geben. Wirklich sehr, sehr schade. Und bei den Pferdeverhalten ist genau dasselbe. Denn Leute, die keine Ahnung vom Spiel haben, die labern halt wirklich so ein Zeug. Und das ist halt wirklich nicht schön. Natürlich, das Pferd an sich hat ein sehr unterschiedliches Verhalten. Und das ist natürlich auch teilweise von der Pferdekategorie abhängig. Beispielsweise die Streitrösser, die haben halt so mit das beste oder wenn sogar das beste Verhalten im ganzen Spiel. Und was sagt Orks eigentlich dazu? Die haben ja auch ein Statement abgegeben, dass jedes Pferd wirklich eine eigene Persönlichkeit hat. Das heißt, jedes Pferd hat ein unterschiedliches Verhalten. Was heißt, dass jetzt beispielsweise die Reitpferde auch ein gutes Verhalten haben können? Heißt natürlich nicht, dass die jetzt irgendwie großartig schlecht sind. Und ich muss halt sagen, bei den Mehrzweckpferden gibt es halt auch Pferde, beispielsweise der Mustang, teilweise der Turkmene und der Tinker, die halt auch ein super Verhalten haben. Und da kann man sich halt wirklich nicht beschweren. Natürlich, wie gesagt, bei jedem Pferd ist das Verhalten unterschiedlich. Das heißt, ihr könnt jetzt Glück haben, ihr habt jetzt den Ardenner geholt, weil der ein Streitross ist. Und erhofft euch ein super Verhalten. Kann natürlich sein, dass ihr gerade das Pferd erwischt habt, was halt kein gutes Verhalten hat. Oder nicht so gut wie der Durchschnitt bei den Ardenner ist. Das ist natürlich möglich. Aber es kann auch wirklich gut sein, vor allem bei diesen Pferden, dass ihr halt ein wirklich gutes Pferd erwischt. Und hier seht ihr einfach mal den direkten Vergleich. Mit einem zweiten Account spiele ich hier mit den Criollo. Und man sieht schon, ohne dass der Puma wirklich in der Nähe ist, werde ich schon abgeschmissen. Und das ist wirklich ein schlechtes Verhalten beim Criollo auf Verbundenheitsstufe 4, man sieht's. Mit Narco Dodges Sattel, falls das irgendjemand interessiert, obwohl das nicht irgendwie beeinflusst, das Verhalten. Jedenfalls, man sieht, wirklich ohne dass der Puma direkt neben uns ist, werden wir schon abgeworfen. Und man sieht halt hier, Verbundenheitsstufe 4, Criollo, schlechtes Verhalten. Und wie gesagt, jedes Pferd hat ein eigenes Verhalten, man sieht es jetzt hier bei mir. Auf meinem Hauptaccount sieht man mit den Criollo auch Verbundenheitsstufe 4. Da interessiert ihn der Puma herzlich wenig. Natürlich, nach einer Zeit wird das Pferd auch recht unruhig und schmeißt uns ab. Aber dieses Verhalten, wie es jetzt hier zu sehen ist, ist bei meinem anderen Account nicht der Fall gewesen. Da habe ich es auch oft genug probiert und bin immer zum selben Ergebnis gekommen, dass ich einfach abgeworfen werde. Und das bestätigt ja eigentlich die Aussage von Rockstar, dass das Verhalten von jedem Pferd unterschiedlich ist. Das heißt, die großen YouTuber haben da mal wieder Bullshit gelabert, denn das Verhalten der Pferde ist unterschiedlich und nicht komplett gleich. Das wüsste halt wirklich jeder, der sich auch nur minimal mit diesem Spiel beschäftigt. Und ich hoffe halt, dass ich euch in diesem Punkt jetzt Klarheit, Gewissheit verschaffen konnte. Weil man sieht es halt im Hintergrund, dass das Verhalten von den Pferden halt unterschiedlich ist. Man sieht es hier am Criollo. Und was will man großartig noch zu sagen? Und wie gesagt, beim Ardenner ist es ja so, dass dieser in der Kategorie Streitrösser ist und dementsprechend auch ein super Verhalten hat. Und man sieht das hier beim Panther, da kann man es wirklich sehr gut sehen. Ohne beruhigen, einfach wirklich ganz langsam wegreiten. Und wir werden nicht abgeworfen. Und ich muss halt wirklich sagen, von dem Verhalten her sind die Streitrösser die besten. Das heißt, natürlich Ardenner, Andalusia sind klare Empfehlungen, weil diese dann auch noch das volle Leben haben in den teuersten Varianten. Und wirklich jeder sollte sich überlegen, so ein Pferd zuzulegen. Ansonsten ist es halt wirklich komplett egal. Euch muss das Pferd in erster Linie gefallen. Und
Lasst euch nicht von irgendwelchen Trotteln einreden, die Pferde haben das gleiche Verhalten oder irgendwie sowas in diese Richtung, weil das ist kompletter Schwachsinn. Und ich habe selber gesehen, dass viele Leute sagen, jo, ich habe dein Video zum Ardenna gesehen, super Verhalten, finde ich super. Und andere sagen halt, jo, nicht so gutes Verhalten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass du diese Aussagen triffst. Aber das ist wirklich vereinzelt so gewesen, das heißt, der Großteil hat wirklich die gute Variante vom Ardenna mit dem super Verhalten bekommen. Und die Leute, wo das halt nicht der Fall gewesen ist, die haben dann das schlechte Verhalten vom Ardenna bekommen. Natürlich kann man da einfach durchprobieren, wie man will, indem man sich das Pferd einfach öfter kauft. Natürlich geht das dann ins Geld bzw. ins Gold. Aber wenn ihr unbedingt eins dieser Pferde haben wollt mit gutem Verhalten, kann das manchmal wirklich notwendig sein. Aber im Prinzip ist es halt wirklich egal, was ihr macht, wie ihr es macht. Im Großen und Ganzen ist es halt wirklich so, dass es Verhalten wirklich rein zufällig ist. Wie gesagt, natürlich die Kategorie der Pferde ist auch ein bisschen mit davon abhängig, dass jetzt Streitrösser ein besseres Verhalten haben, als wie zum Beispiel ein Rennpferd oder ein Reitpferd, ist irgendwo schon logisch und nachvollziehbar. Also, wie gesagt, lasst euch da einfach nicht irgendwie hier was reinreden, weil die Pferde haben nicht dasselbe Verhalten, vielleicht ein bisschen ähnliches Verhalten, aber nie exakt dasselbe, und alle Pferde haben sowieso ein unterschiedliches Verhalten. Von daher sind solche Aussagen, dass die Pferde wirklich das gleiche Verhalten haben, der größte Quatsch. Und wer das einfach behauptet, der hat keine Ahnung vom Spiel und der sollte sich halt wirklich schämen, solche Aussagen zu treffen, weil das ist halt wirklich hart peinlich. Vor allem, wenn es jetzt Leute sind mit einer großen Reichweite, ist das halt wirklich mehr als peinlich, dass diese sich mit diesem Spiel einfach gar nicht auskennen und solche Falschaussagen treffen. Wie gesagt, wenn ihr ein Pferd schön findet, kauft es einfach, egal ob das jetzt ein Arbeitspferd ist, ein Rennpferd oder ein Streitross. Sogar die Zugpferde sehen halt wirklich nice aus. Und vor allem das Steierhorse kann ich empfehlen, wenn ihr auf große Pferde steht. Es ist halt wirklich euch überlassen, welches Pferd ihr nehmt. Ihr könnt natürlich auch Glück haben und ein Reitpferd mit super Verhalten bekommen. Ist alles möglich, also von daher solltet ihr beim Pferdekauf halt wirklich nach der Optik gehen. Oder halt das Pferd nehmen, was euch am besten zusagt. Vielleicht auch nur das teuerste, ist halt wirklich komplett eure Entscheidung. Aber wie gesagt, das Verhalten ist halt wirklich teilweise von der Kategorie der Pferde abhängig. Ansonsten ist es halt wirklich komplett zufällig. Und im Großen und Ganzen soll es das jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, was das Pferdeverhalten angeht. Vielleicht ein bisschen Gewissheit geben, was jetzt der Phase ist. Und wie gesagt, hört nicht auf die Leute, die große Reichweite und keine Ahnung vom Spiel haben. Weil da kommt halt wirklich so ein Gerücht zustande. Ansonsten soll es das mit diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.